Wir müssen jetzt ganz normal reden über irgendwas. Wir müssen jetzt so tun, als wenn wir ganz zufällig hier sitzen und essen. Und unser Essen genießen, was auch der Fall ist. Also zufällig nicht, wir haben das geplant. Erstmal hallo Freunde, im Hintergrund Camper Marco und seine Frau Claudia und Kinder sind auch dabei. Wir machen uns hier heute einen schönen Abend. Morgen gehen wir auch noch paddeln. Aber in diesem Video geht es um eine Powerstation, wie ihr es schon im Titel gesehen habt. Die Big Blue Cell Poba 600 steht hier drauf. Ich hatte dieses Teil schon beim Fahrradwohnwagentreffen in Pappenheim dabei. Und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass ich sie euch mal vorstelle. Warum? Es gibt nämlich jetzt eine Rabattaktion. 485 Euro anstelle 559. Ja, also wenn ihr eine coole Station sucht, habt ihr jetzt die Chance, eine preiswerte und wirklich gute Station zu bekommen im mittleren Segment. Also das Teil ist halt jetzt, glaube ich, 525 Wattstunden. Ist jetzt keine extrem große. Sie kann 600 Watt aus der Steckdose. Und wir probieren das jetzt mal mit einer 700 Watt Kaffeemaschine, ob das funktioniert. Denn die Spitzenleistung hier ist mit 1200 angegeben. Deswegen habe ich hier schon alles vorbereitet. Nebenbei lade ich hier mal meine Laterne mit USB. Das funktioniert schon mal mit 4 Watt. Die Steckdose ist eine verbaut, befindet sich hier an der Seite. Da jetzt steht es AC, bedeutet Wechselspannung. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, mal sehen, was passiert. Normalerweise 700 Watt ist zu viel. Aber kurzzeitig kann sie auch 1200 ab. Das ist jetzt sozusagen ein Extremtest. Ihr seht, die ist über die 600 Watt drüber. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert, Marco. Ich höre schon den Kaffee laufen. Der Lüfter ist angegangen. Okay. Wird sogar noch ein bisschen mehr, 680 Watt. Naja, falls sie ausschaltet, muss ich den Kaffee im Intervall kochen. Immer 30 Sekunden laufen lassen. Wird ein spannender Kaffee. Aber das ist wirklich interessant, weil das ist nämlich meine Camping-Kaffeemaschine, die ich gerne immer dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Ja, dummerweise hat die halt 700 Watt. Und es wäre natürlich cool, wenn ich so eine kleine Station mitnehme und nicht so eine große, wegen Gewicht. Und wie ihr seht, die meistert das. Es funktioniert. Natürlich geht der Akku jetzt auch rapide runter, ganz klar, weil bei 525 Wattstunden, könnt ihr euch ausrechnen, dauert es jetzt hier nicht mal, ja, vielleicht 40 Minuten, bis diese Station erschöpft ist. Wir lassen mal den Kaffee durchlaufen und dann gehe ich auf die technischen Details ein, erkläre ich euch, was an der Station so besonders ist. Optisch gesehen gefällt sie mir persönlich sehr gut, vor allem das große Display, was sehr gut erkennbar ist, auch bei Sonneneinstrahlung. Ich habe das ja in Pappenheim schon mitten in der Sonne stehen gehabt, auch mit einer Solarstation geladen, hat auch funktioniert. Schnellladefunktion, das haben sie jetzt, glaube ich, mittlerweile alle, denn hier ist ein LiFePO-Akku verbaut. Also Lithium-Eisen-Phosphat, das sind die modernen Akkus mit viel Ladezyklen. Der Lüfter geht gerade etwas laut. Es könnte sein, dass sie gleich abhebt oder sich abschaltet, weil einfach nur diese Wattzahl dauerhaft über 600 ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die überhaupt funktioniert, wenn ich dauerhaft 600 Watt überschreite. Hat man gleich einen Ventilator mit dabei. Ist doch auch was an heißen Tagen. Ja, also der Lüfter ist relativ laut, gerade wenn das so schnell läuft, ihr hört es ja selber. Man kann zuschauen, wie der Akku runtergeht, 38%. Wir haben bei 50%, glaube ich, angefangen. Aber der Kaffee läuft relativ schnell durch, das funktioniert. Hier kann man auch erkennen, wie viele Minuten Kapazität noch da ist. Also 15 Minuten, dann ist der Akku leer, wenn weiterhin 670 Watt aus der Station entnommen werden. Kaffee ist fertig. Oh, endlich. Lecker. Was heißt hier endlich? Ist mein Kaffee. Ach. Aber ihr könnt gerne auch einen haben, weil ich denke mal, jetzt ist sie schon runtergegangen, weil klar, Kaffee ist fertig. Jetzt geht sie auf den, nee, die hat sich einfach ausgeschaltet, wahrscheinlich die Kaffeemaschine. Und der Lüfter wird auch wieder leiser. So, schauen wir mal, ob der wirklich fertig ist. Aber klar. Da, feinster Kaffee. So, das mit dem Kaffee ist schon mal geglückt. Ich weiß, meine
Freunde hier sind ein bisschen neidisch, aber kriegt auch gleich einen. Bevor ihr euren Kaffee kriegt, werde ich euch noch ein paar Details hier nennen zu dieser Station. Also ich weiß, wir haben ja jetzt in letzter Zeit sehr viele Stationen von verschiedenen Herstellern gesehen und letztlich ähneln die sich ja alle irgendwie. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis werden es immer günstiger. Das ist auch bei der Fall, zumindest jetzt mit der Rabattauktion mit 485 Euro. Ich kann mich erinnern, dass die vor kurzem noch um die 700 Euro gekostet haben. Gerade diese LiFePO-Akkus. Das ist das Entscheidende bei einer Station heutzutage, dass ihr schaut, dass die möglichst viele Ladezyklen hat. Und das hat die nämlich, ja. Mit 3000 wird sie angegeben. Und ja, ansonsten habt ihr ja gesehen, was sie kann. So eine Kaffeemaschine mit 700 Watt ist, glaube ich, so grenzwertig. Kann man mal machen. Ansonsten, ja, alles mögliche laden und so. Eine Steckdose reicht auch vollkommen aus. Das Schöne hier ist, bei dieser Ladebuchse, man hat die Möglichkeit, schnell zu laden. Also mit 300 Watt, steht auch hier drauf. Eine Schnellladefunktion, das dauert ungefähr 1,5 Stunden, dann ist die Station von 0 auf 100% vollgeladen. Und man kann auch hier über Solar zwischen 12 und 30 Volt jedes beliebige Solarpanel anschließen und das auch mit 120 Watt. Habe ich getestet, hat richtig gut funktioniert. Ja, ansonsten gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen. Ich zeige euch gleich noch das Typenschild. Von hinten sieht das Ganze so aus. Hier gibt es auch eine Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen und Blinkmodus und so weiter. Könnt ihr ja selber sehen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe ja hier draußen mein Kaninchengehege-Hotel da im Hintergrund und immer mal Gäste da. Da drin gibt es noch keinen Strom. Ich drücke denen immer so eine Powerstation in der Hand, dann haben sie gleichzeitig Strom und Licht. Ja, ist eigentlich ganz praktisch. Zum Laden von Handys und so vollkommen ausreichend. Wir schauen uns jetzt nochmal das Typenschild an. Wen es denn interessiert, natürlich nur. Oh, ich habe mich sogar vertan. Sie hat 537 Wattstunden, also ein paar Wattstunden mehr. Macht aber nichts. Ja, ihr seht ja einfach, was man so reinschicken kann an Stromleistung. 300 Watt, hatte ich ja gesagt. Hier steht alles, was man so rausnehmen kann. Ja, 3500 Ladezyklen wird hier angegeben. 7,8 Kilo ist vielleicht noch wichtig als Gewicht. Diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind auch ein Tick schwerer als diese Vorgängermodelle mit den Lithium-Ionen. Und das ist die Betriebstemperatur. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Station so findet. Hier oben der Griff lässt sich auch reindrücken. Das ist auch wichtig für den Transport. Ist auch sehr wertig gebaut. Wenn man das hier so rauszieht, macht einen guten Eindruck. Wir lassen es uns jetzt hier noch gut gehen. Demnächst gibt es ein schönes Video mit dem Packref. Wir wollen nämlich einen See erkunden. Deswegen ist der Marco und seine Familie hier. Die wollen mich nämlich begleiten. Also seid gespannt. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und... Wo hat sich die Claudi versteckt? Tschüss!